Hallöchen, liebe Captain Gorgon-Zuschauer und ein herzliches Willkommen zum Drachengepoldere in Guild Wars 2. Heute zeige ich euch mal ein kleines Video, wie ihr am schnellsten die Zeikritze den Himmel einfärben, dann die Piñatas kaputt schlagen, ja, diese Erfolge farmen könnt. Und zwar habe ich da eine ganz... Also den Himmel anfärben, dann müsst ihr so Feuerwerke abfeuern. Das zeige ich dann, wo es ist. Papierdrachen, das sind die Piñatas, die ihr kaputt schlagen müsst. Und die Zeikritze oder Zeitazyms ist halt die Zeikritze, die ihr essen müsst. Und die bekommt ihr ja, wenn ihr diese Piñatas kaputt macht. Und diese drei Sachen und sogar noch Momentchen der Erfolge ganz unten, die Gastgeber treffen. Diese vier Erfolge zeige ich euch jetzt mal, wie man die schnell fährt. Und zwar beginnen wir hier in Löwenstadt an der Wegmarke Händlerforum. Ja, hier angekommen suchen wir mal die Brücke links. So, von hier an starten wir und da rennen wir schon los. Und natürlich Piñatas töten, das ist meine Farm. Hoppla. Das ist meine Farmstrecke, die laufe ich immer ein paar Mal ab. Und da bekommt man dann die Piñatas einmal im Erfolg dazu und die Zeitritze, die man dann essen kann und beziehungsweise muss, für den Erfolg zu bekommen. Und ich würde empfehlen, nach jedem Farm-Run von den Piñatas, geht ihr dann einfach eine Runde Dragonball, da braucht ihr auch noch 20 Siege, glaube ich, sind das, die ihr haben müsst, damit der Erfolg zählt. Und dann halt wieder rausgehen nach einem Spiel oder zwei, drei Spielen, je nachdem, wie ihr Lust habt. Dann wieder rausgehen nach Löwenstein, dann wieder die Runde ablaufen, da ihr dann auf einem anderen Überlauf seid oder die Piñatas wieder gespawnt sind. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Bei Halloween war es ja so, dass immer auf dem anderen Server, also auf dem Überlauf, die Kürbisse gekommen sind und ja. So, das ist die Farmrunde, die geht halt hier hinten so durchgeschlängelt rum. Dann gehen wir hier Richtung Brücke zu den Portalen, für die Schlachtfelder. Das sind auch nochmal zwei Piñatas links rum und die eine wird mir, glaube ich, geklaut jetzt. Nein, du Böses. Na doch, die ist noch da. So, und ja, dann gehen wir wieder die Brücke runter. Hier können wir ein bisschen sliden oder auch nicht. Dann sind wir schon wieder auf dem prachtvollen Piazza vom Löwenstein. Und das, da gibt es auch noch drei, glaube ich, bin ja das zu holen. Und natürlich die ganzen Gastgeber. Das ist, da kommen wir jetzt hin für die Gastgeber. Das ist der mit dem Sternchen. Und von dem ab einfach rechtsrum einmal jeden ansprechen, ein bisschen labern. Und dann habt ihr den Erfolg schon für die Gastgeber. Und die wurde mir geklaut. So. Dann mal hier noch den Geschwindigkeitsbuff reinholen. Hier wieder runter. Und jetzt hat gekonnt von hier nach da drüben springen und abstützen. War ja mal klar. Hier eine Gruppe anfragen, die tue ich nicht beantworten. Und hier ist die letzte Piñata. Moment, nicht die letzte, sondern weil wir ja beenden, damit wir gleich in das Dragon Ball Ding Arena Match einsteigen können, sind da hinten auch noch zwei Piñatas versteckt. Die holt man und dann kann man direkt von hier aus mit der schönen Runde, die wir gedreht haben, Richtung Dragon Ball gehen, einmal reingehen und wieder rausgehen. Und jetzt zeige ich hier nochmal, wie die Runde verläuft. Wir fangen hier an der Wegmarke an, gehen hier hoch, hier hinter das Haus, hier hinter dem Haus vorbei, dann hier den Weg Richtung Portale hoch, dann ist hier eine Piñata und da oben eine Piñata und dann gehen wir den Weg wieder zurück und dann ist da eine Piñata, da eine Piñata, da eine Piñata, dann springen wir hier hinten runter hinter dem Kaufmann hier, da ist eine Piñata und natürlich bei den Dragon Ball Händlern sind nochmal zwei versteckt, wie eben gesehen.
So, jetzt würde ich eigentlich in das Dragon Ball gehen, aber nein, ich zeige jetzt noch, wie man am schnellsten natürlich seine Kanönchen abfeuern kann. Also seine Feuerwerke. Dazu porten wir uns zu der Wegmarke Sanctum Hafen und schwupps, da sind wir schon im Ladebildschirm. Ja, mit dem Dragon Ball, das macht ja Spaß und ja, ich find's schön. Dann fangen wir hier an in den Sanctum Hafen. Das einfach von der Wegmarke aus Richtung Strand runterspringen. Da sehen wir auch schon Feuerwerk, Abschussgerät. Dann laufen wir einfach den ganzen Strand schön einmal entlang. Einfach hier so den Strand entlang. Und das sind dann so, ich glaube, 8 Abschussgeräte sind da, glaube ich. Versteckt können wir ja jetzt mal schauen. 2 haben wir ja schon. Und das dritte kommt hier. Dann, das haben manche nicht gesehen, ist dort hinten noch eins versteckt. Da rennen manche oft vorbei, habe ich schon gesehen. Und dann kommen wir noch zu diesem. Ah, das ist ja hier. Yep. Dann gibt es noch ein Moa-Wettkampfrennen in dem, wie soll ich sagen, Wettpferden-Turnier-Ding, wo man halt sein Geld verwetten kann. Und die Pferde rennen da, ist halt gemacht für die Moa. Und da kann man auch auf verschiedene Moas setzen. Und wenn man gewinnt, bekommt man Marken. Und für die Marken kann man sich einmal ein Mini kaufen. Und auch noch so Beutel. Und in den Beuteln ist dann der Gewinn drin in Gold oder Silber. Also je nachdem, wie viel Marken du für den Beutel ausgibst, desto mehr Gold oder Silber ist drin. Ja, das war es jetzt eigentlich schon. Das waren die 4 Sachen, die ich euch zeigen wollte. Einmal die Kritze, die haben wir ja bekommen durch das Kaputtschlagen von den Pinatas. Also da haben wir einmal den Erfolg Pinatas. Also Papierdrachen haben wir den Erfolg, Zeitatiös haben wir den Erfolg damit gefarmt und die Abschussfeuerdinger, den Himmel einfärben, haben wir gefarmt und Punkt Nummer 4, das mit den Leuten ansprechen, die Gastgeber halt. Das war's von meiner Seite, ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin bei YouTube oder bei Guild Wars. Man sieht sich in Game, euer Captain Quaggan, bis denne, haut's rein, ciao.